Hallo zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ja, also die letzte Folge war zwar erst gestern, aber ich weiß schon wieder nicht, was wir machen wollen. Also, ich habe, glaube ich, ja, ich habe in der letzten Folge eine Machete gefunden, sowie eine Lampe. Ja. Ja, ach, Mist. Und was wollte ich jetzt bauen? Guck mal auf die Uhr, wenn das nicht so blenden würde. Okay, es ist 14 Uhr. Vielleicht sollten wir ein Feuerchen machen. Ja, doch, ich glaube, habe ich überhaupt Platz im Inventar? Nö, natürlich nicht. Achso. Ich glaube, dann werde ich jetzt einfach mal die Kartoffel futtern. So, kann nämlich gar nicht schaden. Campfire. Oh ja, hier ist nett. Wo ist das Bötchen? Ach, da ist das Bötchen. Wir haben ja gesagt, wir bleiben jetzt erstmal hier. So, das Campfire ist gebaut. Wie gut, dass ich weiß, wohin wo wir kamen. Ich glaube von da oder von da. Oder doch von da. Oder da, oder da, oder da. Helfer. Was mir hier gerade auffällt. Ich glaube und befürchte, wir haben ein Futterproblem. Okay, das gibt es also auch bei dem Spiel, dass es tatsächlich Inseln gibt, die keine Krabben haben. Ja, doch, da. So ein paar vereinzelte. Ich würde jetzt nämlich ungern hier heute noch weg. Andererseits, was wollen wir hier? Wie spät ist es? Ich gucke nochmal, ob wir hier noch irgendwas haben. Yucca. Also, ob wir. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich die Kartoffel gegessen habe. Ich guck mal, haben wir hier noch irgendwelche kartoffeligen Kartoffelpflanzen? Ja, Potato Plant. So, dann probiere ich gleich mal die Machete aus. Ja, da ich jetzt eh. Okay, gut. Ich glaube, wir gehen jetzt. Wir sollten. Wir haben. So, vielleicht geht das ja mit den zwei Kartoffeln, dass ich dann trotzdem. Wie war denn das? So. Ja, das geht. Ups. So. Und auf geht's. Also die zwei Kartoffeln kann ich anscheinend tatsächlich mitnehmen. So, ich hoffe, ich ruder jetzt zur richtigen Insel. Und nicht wieder zu. Oder nicht eventuell zu einer, wo wir schon waren. Das wäre nicht echt blöde. Egal, wir versuchen das. Ich habe nur gerade das Gefühl, wir kommen nicht voran. Ach, das wird schon. Dauert halt ein bisschen länger. Haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Bis zum Sonnen. Na? Untergang. Ich bin mal gespannt, was wir auf der nächsten Insel erleben werden.
die Insel war nun mal jetzt echt richtig klein. Also, die war ja noch kleiner als unsere erste. Das bringt nichts, wenn wir da bleiben. Da können wir kein Haus bauen. Und da ist ein Hai. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Können ein Hai echt hier umschubsen mit dem Bötchen? Also nicht, dass ich es ausprobieren möchte, aber wohl ist mir dabei nicht. Bin ja schon super weit gekommen. Das sieht auch da irgendwie aus wie eine Linie. Kann ich da gar nicht weiter paddeln? Also ich glaube, wir paddeln wohl. Da sind noch die Kartoffeln. Kann man hier eigentlich auch zurück in diese Zivilisation paddeln? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich gucke ja hier ganz gern so auf D-Mark so diese Survival-Dinger, wo man denn ja irgendwo. Also wo derjenige, der das dann macht, es wird dunkel und da vorne ist ein Hai. Ich habe Angst. Nein, wir paddeln weiter. Ja, ich gucke auf D-Max immer diese Survival-Dinger. Ist irgendwie auch sehr klein aus der Insel. Egal, wir versuchen es. Ein Turm. Okay, da paddeln wir mal hin. So ausgesetzt in der Wildnis zum Beispiel, wo man halt wirklich, wo der Typ wieder zählt, in der Wildnis ausgesetzt wird und dann irgendwie zurück in die Zivilisation finden muss. Ich weiß nicht, gibt es hier auch? Gibt es hier vielleicht doch Schiffe oder Flugzeuge oder ein Hai? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir kommen nicht mehr weiter. Obwohl doch so. Das war der Hai, der uns da gerade so ein bisschen umschubsen wollte. Ist das wieder der Hai oder ist das ein zweiter? Auf jeden Fall hat er uns entdeckt und kommt auf uns zu. Gott, oh Gott, kann er das Boot nicht kaputt machen oder so? Jetzt wird es gleich wieder ruckelig. Ich glaube wirklich, man kann hier nicht rausfallen oder so. Ich möchte jetzt hier eigentlich auch ungern stehen bleiben und mal zurückgucken, wie weit es da noch ist. Weil ich irgendwie Angst habe, dass der uns dann garantiert umhaut. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich höre schon wieder gruselige Musik. Ja. Auf jeden Fall ist der Hai hier unter uns. Wir haben sie gleich erreicht, diese Insel mit diesem Baum in der Mitte. Sieht zumindest wie ein Baum aus. Ja, was ist das? Die sieht aber auch relativ winzig aus. Aber das sind alle Inseln so klein. Ich meine gelesen zu haben, dass nur die erste sehr relativ klein sein soll, dass es hier noch große Inseln gibt. Bislang habe ich davon noch nicht sowas mitgekriegt, aber. Und da ist der Hai wieder. Uah. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber was natürlich auch genial wäre, wenn man sich hier noch irgendwelche Waffen bauen kann. Man soll ja irgendwie so halbe Motoren finden oder so. Da ist der Hai rechts vor uns. Direkt vor uns. Wo man sich wohl angeblich ein Motorboot bauen kann. Ich glaube, ich sehe links wieder einen Hai. Weiter hinten links. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist so. Da. Egal, wir paddeln weiter. Ach, das ist eine. Doch, das da ist ein Hai. Und da ist noch eine Insel dann. Und das hier sind zwei Inseln. Das ist natürlich auch cool.
Und da ist, glaube ich, auch nochmal ein Hai. Also ich glaube, hier wimmelt es vor Haien. Ob das jetzt vielleicht so klug war, hier rüber zu paddeln. Das ist eine andere Sache. Was ist denn das? Nee, der scheint ein Wrack zu sein oder so. Und kein Hai. Die Insel sieht auf jeden Fall ein bisschen ebener aus. So, auf den ersten Blick zumindest. So, dass man da, oder hier auf dieser Mini-Insel, dass man da sein Haus bauen kann oder so. Weil irgendwie brauchen wir natürlich irgendwann auch mal so einen Rückzugspunkt. Ich glaube, ich gehe hier jetzt erstmal an Land. Weil unsere Uhr nämlich auch schon piept und es behackt irgendwie nicht so sehr. Außerdem dürften wir schon ziemlich K.O. sein. Okay. So, jetzt sind wir an Land. Ach Mist. Ja, ich muss unbedingt was essen. Wird mir hier auch gerade angezeigt. Mist. Klar, natürlich, wenn man... So, ich gucke jetzt mal auf meine Uhr. Die sagt mir natürlich immer noch nichts an. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, wo ich Stöckchen besorgen kann. Hier haben wir einen. Da haben wir noch einen. Und dann sollte ich ganz fix Krabben finden. Oh ja, hier sind Krabben. Ja, hier sind auf jeden Fall auch ein paar Wracks. Also so verkehrt ist diese Insel nicht. Und ich würde sagen, auf dieser kleinen hier, weil die gefällt es mir echt gut, bleiben wir. Ja, da lag natürlich ein Stick direkt daneben. Das ist natürlich super von mir. So, ein Campfire. Und das setzen wir mal hier hin, direkt ans Wasser. Super, ich sehe die Insel immer noch. So weit waren wir jetzt doch wieder nicht weg. Egal. Okay, los geht's. Ich muss eine Krabbe noch schnell holen. Dazu nehme ich mir mein Messer. Und schnapp mir hier so ein paar Krabben. Eine wollte ich eigentlich noch haben. Ja. Gehe ich mal wieder schnell zurück. Was ist denn das da? Egal. Ich muss Krabben brutzeln. Nee, das wollte ich eigentlich nicht wegwerfen. Och Mann, ich werfe das irgendwie immer weg. Die wollte ich hier hinwerfen. So. Jetzt brutzelt es wieder schön. Und dann mal gucken, dass ich mir da dann gleich hier ein Hütchen baue. Und vielleicht auch ein Bett, dass ich dann irgendwie so die Nacht nicht durchmachen muss. Weil ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest irgendwann auch mal eingeführt wird, dass man hier dann an Lungen sterben kann. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich weiß eigentlich relativ wenig über dieses Spiel, aber ich finde es trotzdem echt genial. Es macht auf jeden Fall echt Laune. Schade, dass es irgendwie nicht, dass ich das zumindest. Und ich weiß, dass es keine Karte gibt, wo man sich das irgendwie anzeigen lassen kann, wo man war oder wo man angefangen hat zu bauen oder so. Oder sich einen Wegpunkt setzen kann, dass man weiß, okay, die Insel, das ist der Heimat, also das ist die Heimat, nicht der Heimatpunkt, sondern die Heimat.
Und, ach ja, ich sabbel hier eine gequirlte Scheiße und es wird hell. Die Sonne geht auf. Da geht sie unter und da geht sie auf. Ach, wie schön. Hell. Das sieht hier echt niedlich aus. Ja, I have to eat something so weak. Ja, ich weiß. Ah, es ist fertig. Na ja, klar, ich hoffe, das Feuer geht nicht vom Regen aus. Sie ist auf jeden Fall auch erworben, wie man sieht. Ich habe gerade so ein bisschen Angst um unser Boot, dass es gleich wegschwimmt. Naja, erstmal scheinen wir anscheinend mal weiter essen zu müssen. Wo ich bin, ich damit noch nicht. Ich werde jetzt mir erstmal die 4 Krabben brutzeln. Ich hoffe, dass ich dann erstmal genug zu essen habe. Die sollten mir auf jeden Fall echt mal einen Vorrat anlegen. Das kann ich ja hier super auf dieser Insel machen. Dass ich das nicht erst machen muss, wenn ich tatsächlich Hunger habe. Weil das hält halt wirklich extrem auf. Aber schon grafisch genial irgendwie so. Auch so mit den unterschiedlichen Wetterzeiten. Das ist nicht schlecht. So, E drücken und Speise. Und die nächste. Es soll ja auch ein Dings geben, ein Grill. Das irgendwie nur dranhängen drauf. Das hatte ich mal auf der ersten Insel, wenn ihr euch mal erinnern könnt, versucht zu machen. Allerdings ist das mehr schlecht als recht gelaufen. Was ich da genau falsch gemacht habe, kann ich mir schon denken. Ich hätte das Campfire nicht anziehen dürfen. Allerdings hält das Campfire ja auch nicht so lange. Also ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie nachschieben kann, indem man das bei Sticks reinschmeißt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Man hier deckt alles mal ausprobieren. Platz haben wir ja genug, um zu testen. So langsam könnte auch mal wieder die Sonne scheinen. Das macht ja hier absolut keinen Spaß, irgendwas zu machen. Ich denke, unter Wasser sieht man wahrscheinlich auch nichts sehen. Also ich habe auch gelesen in Foren, dass sich einige Spieler auch wünschen, dass es hier auch Tiere an Land gibt. Also außer jetzt zum Beispiel diese Krabben. So. Mit der rechten Maustaste. Ja, oder auch mehrere Pflanzen wie Beeren zum Beispiel. Also nicht die Grillbeeren, auch keine Riesenbeeren, sondern halt Blaubeeren oder irgendwie sowas. Und halt auch finden kann. Das ist schon, ja, es ist schon seltsam, dass nur Kartoffeln als einzig Essbares da wächst. Was wünsche ich mir noch? Delfine oder Wale war auch ganz nett. Finde ich gar nicht so verkehrt. Das Crafting-System sollte eventuell vielleicht mal ausgebaut werden. Aber man wird sehen, was die Entwickler sich dazu einfallen lassen. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, dieses Spiel so im frühen Stadium mal kennenzulernen.
Ich werde euch mal gucken, dass ich das dann herausfinde, wenn dann noch der Lehmann Update oder so kommt. Was denn da die Neuerungen sind, dass ich euch dann mal die Neuerungen zeige. Ich glaube, erstmal muss ich hier so Grundlegendes vom Spiel zeigen, bevor ich überhaupt an andere Sachen denken kann. So, ich werde jetzt die Krabbe hier noch fertig machen, weil ich ja schon wieder piepe. Warum hab ich denn so viel Hunger? Hier sieht man leider auch nichts an der Uhr. Ich meine, kann ich da irgendwas einstellen? Anscheinend nicht, aber ich würde gerne wissen. So. Die Krabbe ist fertig. Ja, ich, ja, was mache ich denn? Ich halte jetzt hier erstmal die Bäume weg. Weil Sticks brauchen wir in jedem Fall. Und so Palmblätter auch. Ich glaube, dann gehe ich gleich in der nächsten Folge dann nochmal hier auf der Insel, auch wenn es eine kleine Insel ist, noch Nahrung zu bekommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass dann auch wieder die Sonne scheint, dass man einfach im Regen auch wieder untergeht. Das wäre halt echt gut. Ich mal dorthin. Das Schöne ist, dass es alles nicht weggeht. Also, ja, das ist ja bei einigen Spielen, zum Beispiel auch Minecraft, wenn man dann da irgendwas mit Kuh hinwirft, dass es dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit weggeht, also einfach verschwindet. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Ansonsten wüsste ich auch gar nicht. Es gibt halt hier kein Lagersystem wie Truhen. Oder so, man findet zwar Truhen. In Schiffwracks. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da auch was reinlegen kann. Aber was ich halt schon gesehen habe, dass die halt wirklich auch manchmal echt unter Wasser sind. So, jetzt gehe ich doch mal, weil ich habe weiter Pipi. Ich sitze doch mal auf der Insel. Was ich hier noch so finde an essbares Zeug. Muss ja hier irgendwas geben. Hier liegen Steine rum, das ist schon mal gut. Steine können wir nämlich nicht genug haben, solange man hier diese großen Felsbrocken nicht abbauen kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir wünschen würde. Dass man die abbauen kann. Weil das ist nämlich echt schwer. Ich glaube, da vorne ist eine Kartoffelpflanze. Ja. Das ist super. Dann hole ich mir jetzt eine Rakete und hack die Kartoffelpflanze dran. So, habe ich hier noch irgendeinen? Ich glaube, dass die auch nachwachsen. Ich will es zumindest hoffen, weil die halt wirklich gerade echt klein war. Es wird hell. Hier ist noch eine. Hallo? Ja. Ja, sieht sehr schön aus mit dem Riff hier. Und, oh. Ich würde zu gern auf Tauchkurs gehen. Was wollte ich nachgucken? Ja, ich habe 4 Kartoffeln. Muss ich also erstmal Kartoffeln verspeisen. Vielleicht. Naja, nehme ich gleich noch eine. So, jetzt wieder die Machete. Kann ich die nämlich hier schon wieder mähen. Ja. Das habe ich nämlich fast gedacht. Okay. Dann bringe ich die Kartoffeln jetzt erstmal dahin zurück. Wo ich herkomme quasi. Also jetzt nicht von einer Insel, sondern von hier. Wieso piep ich die ganze Zeit? Das macht einen doch kirre. So, wenn ich sie jetzt hier hinwerfe, dann dürfen die nicht wegkullern, die Kartoffeln. Liegen sie ein bisschen im Wasser? Naja, gut. Da es ja Salzwasser ist, vielleicht durch die Hitze wären es dann vielleicht Salzkartoffeln. So, was habe ich noch im Inventar? Ich habe hier noch eine Wasserflasche. Ich glaube, die werde ich jetzt mal nutzen. Weil vielleicht habe ich auch einfach nur... Nein! Durst.
Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal zu. Das sah jetzt hier irgendwie nachts aus, als wenn es hier unter Wasser wäre. Ist das unter Wasser? Ich weiß es nicht. Ich will mal hier ein bisschen rumgucken. Das sieht voll schön aus hier. Das ist hier richtig schön. So mit dem Riff und so. Wow, das ist ja echt nett. Ich habe ja so ein bisschen Panik wegen Haien. Auf jeden Fall hier rechts unten und da unter uns scheint auch noch was zu sein. Wieso komme ich hier nicht rauf auf dieses Schiff? Vielleicht komme ich hier rauf. Ja. Okay. Okay, dann ist auf jeden Fall auch noch eine Kiste. Aber hier vorne war auch eine Kiste. Flair. Okay. Ah, eine Notfallflamme. Okay, ach Mist. Immer wenn ich aus dem... Okay, ich sollte hier vielleicht echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht mit einer Machete. Das Problem ist, dieser Hai wird mich wahrscheinlich jetzt nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell hinkriege, zu flüchten. Ja, ich würde sagen, ich beende mal diese Folge hier an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.